Wenn man sich die Sith in den Filmen anschaut und dann von den Errungenschaften der alten Sith hört, dann sehen Palpatine und Co. manchmal etwas alt aus. Da stellt man sich die Frage, waren die alten Sith stärker? Diese Frage ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, da die modernen Sith im Kanon sind und die alten halt nicht. Man muss also Kanon und Legends vergleichen, was grundsätzlich schwierig ist. Das hält uns aber nicht davon ab, es heute trotzdem zu versuchen. Um die Titelfrage irgendwie beantworten zu können, brauchen wir Vergleichswerte. Deswegen fangen wir einfach mal mit dem mächtigsten Sith im Kanon an. Wer ist das? Hier spalten sich die Lager zwischen Palpatine und Vader. Es gibt Argumente für beide. Wir persönlich sind Team Vader. Und bevor jetzt wütende Kommentare geschrieben werden, hört uns vorher an. Wir haben halt grundsätzlich sehr viele kanonische Quellen, wo einfach schwarz auf weiß steht, Vader ist der mächtigste Sith, der je gelebt hat. Dagegen spricht natürlich seine Darstellung in den Filmen, doch das ist nicht wirklich fair, bedenkt man, dass diese 40 Jahre alt sind. Doch wenn Vader so mächtig ist, warum hat er dann Palpatine nie gestürzt? Naja, sehr lange war er seinem Meister im Prinzip nur sehr loyal. Sie hatten die gleichen Ziele, doch dann erfuhr er von Luke und wollte Palpatine dann doch stürzen. Das Problem war hier aber nicht seine Stärke in der Macht, es war die Stärke, die er im Imperium hatte. Würde Vader ihn töten, würde sich das gesamte Imperium gegen ihn stellen. Deswegen baute er im Geheimen sein eigenes Imperium auf, wurde damit aber vor seinem Tod nicht fertig. Und nur um diese These noch zu untermauern, hier sind zwei kurze Beispiele für seine Macht. Mit seinen bloßen Gedanken konnte er Armeen von Soldaten vernichten. Des Weiteren konnte er sich dem Willen der Macht widersetzen und das Portal zur dunklen Seite öffnen. Insbesondere der zweite Punkt ist nicht zu unterschätzen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist Energie. Insbesondere wenn man nachmittags nach Hause kommt und keine mehr hat. Vielleicht merkt man auch, dass morgen Abgabefrist ist und man noch nichts hat. Die meisten greifen da gerne mal zum Energy Drink. Schmeckt geil und macht definitiv wach. Es ist aber kein Geheimnis, dass das alles andere als gesund ist. Insbesondere wegen dem vielen Zucker. Deswegen bin ich sehr froh für Holy. Holy ist eine gesündere Alternative zu Energy Drinks und Eistees. Auf Zucker und Taurin wird verzichtet und stattdessen werden viele Sachen hinzugefügt, die dem Körper gut tun. Vitamin B, C, D, Stoffe, die das Immunsystem stärken, Gehirnleistung verbessern etc. Biohacker können sich hier also austoben. Doch wenn kein Zucker drin ist, wie kann es dann schmecken und nicht ungesund sein? Da ist doch bestimmt was im Busch. Wer sich da Sorgen macht, kann beruhigt sein. Man kann sich die gesamte Zutatenliste anschauen, sodass man genau weiß, was drin ist. Dann wird man feststellen, es ist wesentlich gesünder als normale Energy Drinks. Und trotzdem kommt Holy geschmacklich nicht zu kurz. Es schmeckt sehr nice, fruchtig und natürlich. Und die Wirkung stimmt auch, weswegen Holy mittlerweile bei mir den Energy Drink komplett ersetzt hat. Das Ganze kommt in Pulverform und kann einfach in Wasser aufgelöst werden. Und für die, die an Energy Drinks nichts haben, haben sie auch zuckerfreie Eistees. Was das betrifft, Peach ist nochmal da und es gibt eine neue Sorte, Apple. Wenn das gut klingt, habt ihr jetzt die Wahl zwischen verschiedenen Probierpaketen. Zum Beispiel das Energy Probierpaket und das Eistee-Probierpaket. Beide mit 7 Sorten und 2 Proben pro Sorte. Und für die, die beides wollen, haben sie natürlich auch das Mix-Probierpaket. Und da sind dann auch die Sorten Traube und Mango dabei. Mit meinem Code TODESSTERN5 spart ihr 5 Euro und zahlt deswegen nur 14,99. So, jetzt haben wir ein grobes Bild davon, wie der mächtigste Sith im Kanon aussieht. Wie ist das aber jetzt mit den alten Sith aus Legends? Dort schauen wir uns zwei sehr mächtige Sith an. Wir fangen an mit Revan. Die meisten werden seine Geschichte schon kennen. Deswegen werden wir allen anderen nur ganz schnell ein bisschen Kontext geben. Revan war ein extrem mächtiger Machtnutzer, der grob zwischen 3.000 und 4.000 Jahren vor der Schlacht von Yavin lebte. Wir sagen hier bewusst Machtnutzer, da er sowohl Jedi als auch Sith war. Um genau zu sein, fing er als mächtiger Jedi an, wurde dann zu einem noch mächtigeren Sith, bekam dann sein Gedächtnis gelöscht und wurde wieder ein Jedi. Und obwohl er am Ende ein Jedi blieb, war sein Vermächtnis größtenteils das des mächtigen Lords der Sith, was er auch war. Also, die von euch, die Fallen Order und Survivor gespielt haben, werden mit der Fähigkeit Psychometrie schon vertraut sein. Hier handelt es sich um eine Technik, bei der man durch das Berühren eines Objektes ein Machtecho vernehmen kann. Bedeutet, zum Beispiel Cal Kestis konnte ein Objekt berühren und so etwas über die Geschichte dieses Objekts erfahren. Bei Revan aber ist diese Fähigkeit auf Steroiden. Er muss ein Objekt nicht mal anfassen. Er kennt fast augenblicklich die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Orten und manchmal sogar Personen. Des Weiteren beherrschte er die Fähigkeit Machtmalstrom. Hier entsteht zuerst um den Anwender herum eine Art Blase, die ihn beschützt. Danach fangen Objekte und Personen in einem bestimmten Radius um den Anwender herum an, um ihn und die Blase herumzuwirbeln, wie in einem Strudel. Und schließlich produziert der Anwender eine Schockwelle, die alles im eben genannten Radius um ihn herum zerstört. Eine andere Fähigkeit von ihm war Force Rend. Wir haben leider keinen deutschen Namen gefunden, aber Rend bedeutet so viel wie zerreißen. Hierbei handelte es sich um ein
eine sehr brutale Variante des Machtwürgegriffes, bei der man seinen Gegner per Telekinese in die Luft hob und dann dessen Körper auf die unnatürlichsten Weisen verbiegen konnte. Knochen brechen, Gelenke ausreißen etc. Wer Stranger Things Staffel 4 gesehen hat, wir können die Szenen hier nicht zeigen, aber so ungefähr kann man es sich vorstellen. Und wenn das nicht schon schlimm genug war, konnte Revan das sogar mit den Organen seiner Gegner machen. Er konnte dich also sehr schnell von innen töten. Seine aber mit Abstand mächtigste Fähigkeit war Machtsturm. Sie funktionierte folgendermaßen. Die Macht umgibt und durchdringt alles. Die dunkle Seite tut das somit auch. Dunkle Kräfte umgeben und durchdringen die gesamte Galaxis. Mit seinem Hass kann ein mächtiger Sith eine Art Zugang zu ihnen öffnen. Danach erzeugt er Machtblitze auf dem höchsten Level, so stark wie nur möglich. Diese Machtblitze schießt er quasi durch das Portal, um sich mit den dunklen Kräften zu verbinden. Jetzt kommt der letzte und gefährlichste Schritt. Der Anwender lässt die gesamte Energie durch seinen Körper fließen. Er fungiert quasi als Leiter und Verstärker. Das tat er, bis die Energie zu groß war, um noch kontrolliert werden zu können. Dann ließ er einfach los. Dass diese Fähigkeit extrem gefährlich für den Anwender ist, versteht sich von selbst. Fast jeder, der es vor Revan versuchte, überlebte diesen Versuch nicht. Es gibt noch viel mehr, was wir zu Revan sagen könnten, aber wir wollen den Rahmen dieses Videos nicht sprengen. Revan war, bevor er ein Sith war, auch ein sehr mächtiger Jedi. Und es gab tatsächlich einen Sith, der diesen extrem standhaften Jedi mit festen Idealen zur dunklen Seite bekehrte. Mit nichts weiter als seinem schieren Willen. Revan und Malak, ein anderer Jedi, suchten diesen Sith auf, um ihn zu vernichten. Sobald sie nah genug waren, benutzte er aber die dunkle Seite, um ihren Willen sofort zu brechen und ihn seinen eigenen aufzuzwingen. Wer so etwas kann, muss unglaublich mächtig sein. Und das war er auch, der ewige Sith-Imperator Darth Vishiet. Auch ihn werden die meisten von euch kennen, für die, die es nicht tun. Vishiet war ein Sith-Lord, der jahrhundertelang über das Sith-Imperium herrschte, über 1300 Jahre lang lebte und im Laufe der Jahre mehrere Namen und Körper hatte. Geboren wurde er als reinblütiger Sith rund 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Reinblütig bedeutet, dass er nicht nur der Organisation Sith angehörte, sondern auch der Spezies. Diese Spezies besaß eine natürliche Verbindung zur dunklen Seite. Bei Vishiet war sie besonders stark. Als er 6 Jahre alt war, tötete er seinen Stiefvater und seine Mutter mit Hilfe der dunklen Seite. Dann begann er, sein ganzes Dorf mit seiner Macht zu unterjochen. Im Alter von 10 Jahren hatte er bereits mehrere Dörfer erobert und Legionen von Anhängern gewonnen. Seinem leiblichen Vater, welcher ein gestandener Sith-Lord war, nahm er seine Kräfte weg und tötete anschließend auch ihn. Er lebte zu Zeiten des Sith-Imperiums. Es gab also tausende Sith-Lords gleichzeitig. Vishiet schaffte es irgendwann, 8000 von ihnen auf einem Planeten zu versammeln und ihnen die Lebensenergie zu entziehen, um seine Macht um das Vielfache zu verstärken. Allen 8000 Sith-Lords auf dem Planeten entzog er die Lebens- und Machtenergie. Danach war er nicht mehr aufzuhalten. Seine Seele war nun unsterblich und konnte jeden sterblichen Körper transzendieren. Er konnte nun auch, wie wir bei Revan gesehen haben, den Geist von eigentlich jedem, egal wie mächtig, versklaven. Er konnte nach Belieben den Körper wechseln, egal ob es sich um eine normale Person oder einen Machtnutzer handelte. Außerdem war er dazu in der Lage, die Körper von Tausenden gleichzeitig zu kontrollieren. Mehr als einmal entzog er einem gesamten Planeten die Lebensenergie. Für diese Fähigkeit ist normalerweise ja eher Nihilus bekannt, aber Vishiet beherrschte sie auch. Auch bei ihm könnten wir noch viel mehr elaborieren, aber dann wäre dieses Video wirklich zu lang. Zwischenfazit. Wenn man sich den mächtigsten Sith im Kanon anschaut, nämlich Vader, dann sind alte Sith wie Revan und vor allem Vishiet klar stärker. Ohne Frage, ohne Diskussion, ohne Zweifel. Das würde sich by the way auch nicht ändern, wenn man Sidious für den mächtigsten kanonischen Sith hält. Wenn wir uns also die Sith aus den Filmen anschauen, welche ja Kanon sind, dann ist die Antwort auf die im Titel gestellte Frage definitiv ja. Die alten Sith aus Legends waren definitiv viel stärker. Dieser Vergleich ist aber nicht wirklich fair. Deswegen schauen wir uns jetzt noch den mächtigsten Sith in Legends an. Und der ist nicht Vishiet, sondern tatsächlich Darth Sidious. Bereits vor Episode 1 war er einer der mächtigsten Lichtschwertkämpfer aller Zeiten und hatte alle 7 Formen bereits gemeistert. Niemand konnte Machtblitze erzeugen, die auch nur ansatzweise so stark waren wie seine. Sie konnten mehrere Dutzend Feinde gleichzeitig auf der Stelle töten. Wisst ihr noch, als wir eben davon gesprochen haben, dass Vishiet ganzen Planeten die Energie entziehen konnte?
Palpatine konnte das auch. Mehrere Jahrzehnte lang entzog er 24/7 allen 20 Milliarden Einwohnern des Planeten Biss die Lebensenergie. Einfach so nebenbei. Des Weiteren beherrschte er auch die Fähigkeit Machtsturm. Aber im Gegensatz zu Revan konnte er sie teilweise noch kontrollieren. Nicht wirklich, aber er konnte sozusagen zielen. Mit Hilfe von Wurmlöchern konnte er sie hinschicken, wo er wollte. Auf diese Weise verschwanden teilweise ganze Flotten des Feindes und tauchten irgendwo in der Galaxis wieder auf. Die Stürme hatten so ein enormes Zerstörungspotenzial, dass sie ganze Planeten und Monde vernichten konnten. Auch bei ihm könnten wir noch so viel mehr auflisten, aber diese Beispiele genügen schon, dass man ein grobes Bild von Palpatines Macht hat. Und deswegen ist die Legends-Antwort auf die Frage im Titel tatsächlich nein. Palpatine war mächtiger als jeder der alten Sith, sogar Vishiet. Bei der Recherche für dieses Video ist uns tatsächlich nochmal etwas aufgefallen. Viele Fans sind mit der Aufteilung in Kanon und Legends sehr unzufrieden. Und sie haben durchaus einen Grund. So viele unglaubliche Geschichten wie die Thrawn-Trilogie wurden mit einem Mal einfach für nichtig erklärt. Das tut als Star Wars-Fan schon weh. Aber wenn Sidious Powerlevel kanonisch wäre, dann würden die Filme vorne und hinten einfach keinen Sinn mehr machen. Dann wäre jeglicher Angriff auf den Todesstern nutzlos gewesen. Den Todesstern hätte es nicht mal geben müssen. Sidious wäre der Todesstern. Deswegen war die Einführung des Kanons mit der Übernahme von Disney zumindest nicht komplett sinnfrei. Und falls euch noch interessiert, ob die alten Jedi mächtiger waren als die modernen, dann könnt ihr euch dieses Video als nächstes anschauen. Josh und Dima out.